Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute auf Diane ein Ticket und heute haben wir das Spiel Infinity Magic Raid. Genau. Viel Spaß. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt gerade. Man sieht ja hier, ich habe 6 Sterne von 30. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Und einen Account habe ich auch nicht gefunden. So. Am Anfang hat man halt 5 Helden, mit denen du gespielt hast, die auf Level 150 waren. Ich denke mal, das war nur so ein Tutorial. Und dann habe ich mit den beiden hier weitergespielt. Habe jetzt zweimal gekämpft und ja, jetzt bin ich hier. Ah, jetzt geht Auto. Ja, das ist gut. Also für mich sieht das Spiel ganz gut aus. Eins, vier. Sieht für mich so ein bisschen aus wie bei Raid, so Shadow League. Das Einzige, was mich halt hier noch bei mir was eine Frage ist, kriegt man hier noch so eine Stadt, wo man hier Hauptstadt? Also ein Button ist ja dafür Hauptstadt. Müsste ja eigentlich noch kommen. Allerdings muss ich bislang immer dem Finger folgen. Ich kann ja nichts anderes drücken.
Ich habe gerade wieder so ein Geräusch von meinem Computer gehört. Ich denke mal, die Kamera ist jetzt gerade wieder stehen geblieben. Muss ich mal gucken. Hauptstadt. Ich komme gerade in der Hauptstadt rein. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay, und weiter geht's. Also, das ist die Hauptstadt. Gilde Arena Markt. Wunsch. Entsandten herrscht ein Tempel. Meilenstein Schmied. Heiligtum und Talent. Ach so. Okay. Bin noch Prozent heruntergeladen. Ist noch alles gesperrt, also noch nichts freigeschaltet hier. Na gut, ich denke mal, ich muss das erste Kapitel komplett durchspielen, muss die ganzen Sachen erstmal freischalten nach und nach. Die Hauptstadt habe ich schon freigeschaltet. Somit noch kein Gebäude. Das sollte man aber auch noch schnell hinkriegen. Also, sprich, ich spiele das erste Kapitel frei. Oder ich spiele das erste Kapitel zu Ende und bis zum zweiten Kapitel. Level 2. Lass, 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 lass. Ach so, also doch, das geht. Gut. Bringt aber nichts. Ich glaube, bei Raid ist das auch so. Du kannst hinstellen, wie du willst, und der sortiert irgendwie mal selber. Das ist jetzt der letzte Kampf für den ersten Kapitel.
Haha. Jetzt lachst du noch, aber gleich nicht mehr. Zack. Das ist der neue Charakter. Das war gerade die Frau, die gelacht hat, wahrscheinlich. Der Mann hat alles voll. Das sind wahrscheinlich jetzt noch Schmuckstücke, die da fehlen. Gut. Ah, das ist so ein Beschwörungsstein hier, ein epischer, oder? Sims 35, 9 Runden, ja. Haben wir jetzt schon was freigespielt? Immer noch nicht. Schau ich mir mal kurz die Sachen an. Das Nachrichten. Das geht ab 1.10. 1.10. Kommt noch eine Runde. Jo, der letzte. Okay. Da habe ich wohl noch einen Kampf vor mir. Einen schweren Kampf. Das ist gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen epischen Kristall zum Beschwören, denke ich mir mal. Und damit beschwören wir dann unseren fünften Kämpfer. Denke ich mal. Jetzt sind auch Sachen frei. Der Wunschbrunnen.
Ich soll 10-mal normale Beschwörung machen. Okay. Bestätigen. Ach Mensch, ich soll den da drunter auch noch machen. Herstellen. Gut, dann haben wir jetzt. Ich bin noch gar nicht fertig da. Der Wunschbrunnen. Da, episch. Ein kostenloser Wunsch. Nicht episch, aber glaube ist auch gut. Legendär gibt es auch noch. Und dann gibt es noch hier so einen anderen Wunschstein. Ja. Da bin ich mal später gespannt, wie der aussieht. Meilenstein. Das ist schon mal schön. Gut, dann würde ich erstmal sagen, das war's für heute. Hier noch was einsammeln. Ein Drachenei. Das ist das Folgen, das ist dit, dit und dit. Der Markt ist noch offen. Queste ab 2.10, also nächstes Kapitel durchspielen. Oh, 10 epische Wundsteine. Das werden wir auch nochmal machen. Bam! Bestätigen. Galerie. Herstellung, Schnellherstellung. Also er kriegt dann einen Stern mehr und der hier kriegt einen Stern mehr. Dafür werden die ganzen Sachen verballert. Oh, die ist dann auch weg. Egal. Wenn jetzt noch einen neuen epischen Kämpfer. Auf Helden gehen. Denjenigen anwählen. Und aufleveln.
Um 10 aufwerten. Okay. Wir wollen aber auf 10. Oh, so. Dann fehlt noch ein Kämpfer. Ein Eistroll. Dreimal den gleichen hier. Dann will ich den hier nehmen, weil der hat 4 Sterne. Genau. Genau. Gut. Dann bin ich jetzt so fertig. Beenden wir das Spiel. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.